It's been a really great year, actually, for myself and the whole lab. We were able to publish one of our first studies on somatic mosaicism in healthy human blood. And we also participated in lots of outreach activities, including the Long Night of Science. During this time, I had the chance to meet a high school teacher, and he brought his entire class to our laboratory just last week, allowing us to really showcase some of the work we're doing. It's really exciting to have an opportunity to kind of inspire the next generation of scientists and highlight the cool science we're doing here at the MDC. My personal highlights have been those moments when our community came together, when we shared experiences and ideas, and we truly connected. A special memory to me was our summer party. It was a fantastic afternoon. Despite the rain, we gathered inside and there was so much fun and laughter. A big thank you to everyone who made it happen. I also love our new town hall series. It really keeps us connected, we celebrate our achievements, and enjoy each other's company. It was great to see how our scientists explained their work, really bringing it to life for everyone. For us scientists, the MDC lecture series was a new highlight. It was a chance to learn from international leaders and an opportunity to expand our networks. The opening of the Bruker Center was another fantastic milestone, a collaboration where our scientists and industry partners pioneer new technologies. Highlight 2024 war das Richtfest für das Imaging Innovation Center. Mit der Fertigstellung des Rohbaus haben wir einen großen Meilenstein geschafft. Die Besonderheit dieses Rohbaus ist seine große Schwingungsstabilität. Das ist sehr wichtig für die Mikroskopie, die hier mal einziehen soll. Eine besonders große Herausforderung war es, am Jahresende den Rohbau winterfest zu bekommen. Das ist sehr wichtig, um den weiteren Innenausbau durchführen zu können. Mein Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen am MGC, die mit ihrem Know-how und ihrem Engagement das möglich gemacht haben. Ich freue mich jetzt schon auf 2026, wenn wir das Gebäude an die Wissenschaft übergeben können. Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, lohnt es sich, innezuhalten und die großartige Arbeit zu würdigen, die Sie alle geleistet haben. In den wissenschaftlichen Gruppen und in den Fachabteilungen. Und auch zwischen den Gruppen und Fachabteilungen gemeinsam. Wir haben viele Projekte erfolgreich abgeschlossen und unser Zentrum weiter in Richtung Exzellenz gehalten. Neben der wichtigen Routinearbeit konnten wir in allen Abteilungen neue Initiativen und Projekte umsetzen und fortführen. In den Fachabteilungen haben wir weiter intensiv an der Digitalisierung, der Transparenz von Prozessen und wichtigen Infrastrukturprojekten gearbeitet. Besonders sind für mich vor allem die Momente, wenn wir zusammenkommen und stolz zeigen, woran wir forschen. Ein Beispiel dafür ist die lange Nacht der Wissenschaften. Es war ein großer Erfolg dank Ihnen und Ihrem Einsatz, mit dem Sie unsere Arbeit hier am Max-Delbrück-Center für alle sichtbar gemacht haben. Sie zeigen, wie jeder und jede Einzelne von uns dazu beiträgt, dass Krankheiten verstanden und eines Tages überwunden oder verhindert werden. Mein persönliches Highlight war die gemeinsame Arbeit in den Digitalisierungsprojekten. Natürlich gab es Fehler und Probleme und große Herausforderungen, aber wir lösen diese gemeinsam und das hat mir sehr viel Freude bereitet und ich bedanke mich ganz herzlich für die aufgebrachte Energie und freue mich auf die gemeinsame Arbeit in 2025. My personal highlight is definitely the launch of the MDC 2030 strategy in June, as it was such a vibrating and well-attended community event. And MDC 2030 is the conclusion of a year-long strategic process, but also the start for a very exciting transformation for the MDC. And my highlight is to work together with Anne on the transformation in a shared leadership, and this is transformation happening. We also had many events and workshops that lead to a better collaboration between admin and science. There were many highlights, and with these I'm really confident that the transformation will be a success. For me, the highlight of the year is the opening of the MDC Cafe. This is a place where everybody on campus gets together, not because they planned, but because there is an attractive point for coffee, etc. Admin and science, we've struggled to have that connection. This is now happening here at this place, and for me that is the best thing that has happened this year. 24 was the year that the Helmholtz Foundation Model Initiative got funded.
And my personal highlight was actually a workshop that we held just a couple of weeks ago at the Max Delbrück Center, where the people from all the funded pilot projects came together to advance the core AI methodology for turning the massive amounts of data acquired in the Helmholtz Association every day into powerful AI. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit. Möge das Jahr 2025 Ihnen Gesundheit, Glück und spannende neue Projekte bringen, sowohl privat als auch beruflich. Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. There were so many highlights I wish I could mention. I'm excited for all the new memories to come in the next year. I wish you all a joyful holiday season, meaningful time with your loved ones, and a bright start to 2025.